Hallo Leute, heute möchte ich euch 10 Parteien vorstellen, die zur Bundestagswahl antreten, aber von denen ich vorher noch nie wirklich was gehört habe. Du hast die Macht. Die erste Partei ist die feministische Partei Die Frauen. Und wer hätte es gedacht, diese Partei stellt die Interessen der Frauen in den Mittelpunkt ihrer Politik und das Ziel ist eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Habt ihr schon mal etwas von der ökologisch-demokratischen Partei gehört, kurz ÖDP? Die Partei gehört zur politischen Mitte und hat ihre Schwerpunkte in Demokratie, Umwelt- und Familienpolitik. Die nächste Partei nennt sich Bayernpartei, kurz BP, und die ist schon ganz schön abgefahren. Sie ist, wie man sich bei diesem Namen vorstellen kann, ausschließlich im Freistaat Bayern aktiv und ihr wichtigstes politisches Ziel ist der Austritt Bayerns aus dem Deutschen Staatsverband. Ja, ihr habt richtig gehört. Als nächstes die Partei Die Violetten. Davon hat man ja schon mal gehört, aber was die so genau machen, weiß man nicht. Sie stehen auf jeden Fall für spirituelle Politik und den Satz muss ich einfach vorlesen. Die Partei sieht sich als Vertreterin spiritueller Menschen, die ihrer Weltansicht in der Politik Geltung verschaffen möchten. Auch ganz interessant fand ich die Partei Bibeltreuer Christen, kurz PBC. Diese fordert eine Gesellschaftsorientierung nach der christlichen Ethik. Das heißt, die Partei tritt für eine Erschwerung der Scheidung ein und lehnt Schwangerschaftsabbruch sowie Homosexualität ab. Dazu fordert die PBC noch den Verbot pornografischer Schriften und einige andere abgefahrene Sachen, also schaut euch die Partei vielleicht nochmal ein bisschen genauer an. Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit, kurz BIG, heißt die nächste Partei und sie ist eine der ersten von Muslimen gegründeten Parteien in Deutschland, welche sich für die Rechte von Migranten und deren gesellschaftliche Integration in Deutschland einsetzt. Nummer 7, Bündnis 21/RRP. Die Partei hieß früher Rentnerinnen und Rentnerpartei, ist aber nicht zu verwechseln mit der Rentnerpartei Deutschland. In ihrem Parteiprogramm beschäftigt sich die Partei lediglich mit 3 Themen, das ist Rentenversorgung, Gesundheit und Bildung. Eine Forderung ist zum Beispiel eine Mindestrente von 1000 Euro. BÜSO, Bürgerrechtsbewegung Solidarität, heißt die nächste Partei. Eine der Hauptthesen der Partei ist der baldige Zusammenbruch des globalen Finanzsystems, der seit Jahrzehnten vorausgesagt wird. Außerdem soll der Nationalstaat gestärkt und die D-Mark wieder eingeführt werden. Und Klimaschutzpolitik wird abgelehnt, weil es laut ihnen keinen Zusammenhang zwischen CO2-Ausstoß und Klimawandel gibt. Nummer 9, die Familienpartei Deutschland. Wer hätte es gedacht, die Partei setzt sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Familie auseinander. Und kommen wir zur Nummer 10. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, kurz Die Partei. Hierbei handelt es sich um eine Satirepartei, gegründet von Titanic-Redakteuren. Und Ziele aus dem aktuellen Wahlprogramm sind unter anderem: Wir haben die Absicht, eine Mauer zu bauen, oder Merkel muss weg, oder das Bier entscheidet. Ja, das waren jetzt 10 Parteien, die man eher weniger kennt. Schreibt gerne mal, welche der Parteien ihr schon kanntet und welche ganz neu für euch waren und was ihr vielleicht von den Zielen der einzelnen Parteien haltet. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht war das ja jetzt sogar eine Hilfe für euch, wenn ihr wählen sollt. Ich hoffe, ihr habt was dazu gelernt. Bis zum nächsten Video. Euer Tomatolix und tschüss.